Доброе утро, дорогие наши друзья. Einen schönen guten Morgen, unsere lieben Freunde. Доброе утро, дорогая наша церковь Lebensquelle. Einen guten Morgen, unsere liebe Lebensquelle. Мы от всей души хотим сейчас вместе с вами прославить нашего Господа. Wir wollen jetzt mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele unseren Gott verherrlichen. Он держит нас в своих руках. Er hält uns in seiner Hand. Если бы мы это осознали. Wenn wir das einfach nur begreifen würden. Как дорого он заплатил за нас. Wie teuer er für uns bezahlt hat. Он купил нас. Er hat uns erkauft. Своей кровью. Seinem Blut. И мы хотим полностью сейчас посвятить себя, свою душу, свой дух, отдать все Господу. Und wir wollen uns jetzt unser ganzes Herz, unsere ganze Seele ihm hingeben. Ему принадлежит вся хвала. Ihm gebührt einfach alle Ehre. На небе и на земле. Im Himmel, so auf Erden. Во веки веков. Аминь. Für immer in Ewigkeit. Amen. Каждую секунду, минуту, Отец.
Zerbrochene Herzen ihn fällt, denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, kämpft unsere Kämpfe, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm, jeder wird sich vor ihm beugen. Yeah. Kommt, öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg dem Herrn, der der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt Gefangene frei. Wer kann unserem Gott aufhalten? Denn ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, kämpft unsere Kämpfe, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor den Löwen und dem Lamm, und jeder wird sich vor ihm beugen. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Denn ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, kämpft unsere Kämpfe, und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm, jeder wird sich vor ihm beugen. Denn ist das Lamm, Jesus, geschlachtet für uns, für die Sünde der Welt, und jeder wird sich vor ihm beugen. Jeder wird sich vor dir beugen, Jesus. Mach unsere Herzen, Jesus, so rein, dass wir, wenn du kommst, Jesus, dich mit offenen Herzen, mit offenen Armen, mit offenen Augen, Jesus, auf dich gucken, Jesus, dich sehen. Und sind wir dann so fröhlich, Jesus, in uns, Jesus, mit dir so froh, Jesus. Und wir haben alles, wir haben Friede und Freude nur mit dir, nur durch dich, Jesus. Du bist das Lamm, geschlachtet für uns. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, für alles, was du getan hast. Halleluja, Jesus.
Приветствуем вас, дорогие наши друзья. Wir begrüßen euch, unsere lieben Freunde. Всех, кто подключился сегодня к нашему каналу. Alle, die jetzt das Video anschauen. Хочется сказать вместе с вами, хотя я не вижу вас, слава Богу. Man möchte einfach gemeinsam mit euch zusammen sagen, selbst dass ich euch nicht sehe, preist dem Herrn. Слава Богу за все, что Он дает нам в нашей жизни. Preist dem Herrn dafür, was der in unser Leben gibt oder was er uns in unserem Leben schenkt. Я радуюсь этой возможности снова поделиться с вами Словом Божьим. Ich bin wieder froh darüber, die Möglichkeit dazu zu haben, mit euch das Wort Gottes zu teilen. И переживаниями, которые сегодня мы имеем. Und auch die Sorgen, die wir haben, mit euch zu teilen. Давайте коротко помолимся. Lasst uns kurz beten. Отец Небесный, во имя Иисуса мы приходим к Тебе. Unser himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi, kommen wir zu dir. Мы благодарим Тебя. Wir danken dir. Независимо ни от каких обстоятельств, Ты царствуешь. Unabhängig von den Situationen wirst du weiter herrschen. Ты наш Царь. Du bist unser König. Ты наш Господь. Du bist unser Herr. Мы поклоняемся Тебе. Wir beten dich an. Мы превозносим Тебя. Wir erheben dich. И мы хотим служить Тебе в нашей жизни. Und wir wollen dir in unserem Leben, in unserem Leben dienen. Чтобы имя Твое было высоко поднято в жизни нашей. Damit dein Name hoch verherrlicht wird. Аминь. Amen. В прошлое воскресенье мы с вами вспоминали о трех молодых людях. Letzten Sonntag haben wir uns an drei junge Männer erinnert. Которые верили Богу и были верными Ему. Die Gott geglaubt haben und Gott treu waren. Они служили Богу даже в плену. Sie haben Gott gedient selbst in einer Plage. In einer Gefangenschaft. Oder in einer Gefangenschaft. Вдали от своей родины. Getrennt von deren Heimat. От своих родителей, от храма Божьего. Getrennt von deren Eltern und selbst vom Tempel des Herrn. Они служили Богу в чужой земле. Sie haben Gott in einem fremden Land gedient. Вокруг их были люди, которые не знали Бога. Um sie waren Menschen herum, die Gott gar nicht kannten. Они поклонялись чужим богам, которые, в принципе, вообще не боги, а идолы. Sie haben anderen Göttern gedient, die gar keine Götter sind, sondern einfach nur Götzen. Но эти молодые люди, aber diese jungen Männer, служили Богу Небесному. Haben dem himmlischen Gott gedient. Они верили Ему. Sie haben ihm geglaubt. И были послушны Ему. Und sie waren ihm gehorsam. Они верили обещаниям Его. Sie haben den Versprechungen von Gott geglaubt. Они верили, что Он сильный и всемогущий. Sie haben daran geglaubt, dass er allmächtig und stark ist. И даже когда им угрожала смерть. Und selbst wenn der Tod nahe kam an sie, они все равно не сделали того, что делали другие люди. Haben sie trotzdem nicht das getan, was die anderen Menschen getan друзья, haben. Друзья, какая верность Богу. Was für eine Treue zu Gott. Независимо от того, с кем они находятся здесь. Unabhängig von den Menschen, mit denen sie unterwegs waren. Они все равно оставались верны своему Богу. Sie waren trotzdem ihrem Gott treu. Они помнили заповедь Господа Бога своего. Sie haben sich an die Gebote ihres Herrn erinnert. Да не будет у тебя других богов перед моим лицом. Du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Не делай себе никаких изображений. Erstell dir keine eigenen Bilder oder Götzenbilder. И не поклоняйся им и не служи им. Und bete sie nicht an und diene ihnen nicht. И поэтому, когда пришел этот момент, и они должны были отвечать перед царем. Und als dieser Moment kam und sie vor dem König eine Antwort abgeben mussten, они сказали, Бог наш, которому мы служим. Haben sie gesagt, unser Gott, dem wir dienen. Он силен спасти нас даже от печи огненной. Der ist stark genug, uns von dem Feuerofen zu erretten. И от твоей руки царь избавит. Und selbst von deiner Hand, König, wird er uns befreien. Но если даже и не будет этого, aber selbst wenn das nicht passiert, то пусть тебе будет известно, царь, soll dir trotzdem bekannt sein, König, что мы твоим богам служить не будем, dass wir deine Götter nicht anbeten werden, и твоему истукану золотому поклоняться не будем, und deinen goldenen Götzen werden wir auch nicht anbeten. Бог наш, которому мы служим.
Gott, der Gott, dem wir dienen. Бог наш, которому мы служим. Unser Gott, dem wir dienen. Он силен защитить нас, он силен спасти нас, он силен избавить нас. Er ist stark genug, uns zu befreien und uns zu helfen. Но если даже он допустит что-то в нашей жизни, aber selbst wenn er etwas in unserem Leben zulässt, мы все равно будем верить ему. Werden wir trotzdem weiterhin ihm glauben. Вот в чем вера. Das ist Glaube. Когда мы верим Богу, независимо от обстоятельств, которые вокруг нас. Wenn wir Gott glauben, unabhängig von den Umständen, die um uns herum sind. Мне очень нравится книга пророка Даниила. Mir gefällt sehr das Buch des Propheten Daniel. Особенно в это время, в которое мы живем, я думаю, она очень хорошее ободрение для всех верующих. Besonders jetzt in der Zeit, in der wir leben, denke ich, dass dieses Buch eine Stärkung für die Christen ist oder eine Erbauung ist. В шестой главе Даниила мы читаем тоже очень интересную историю. Im sechsten Kapitel von Daniel lesen wir auch eine sehr interessante Geschichte. Там были люди, которые хотели причинить зло Даниилу. Dort waren Menschen, die Daniel etwas Böses antun wollten. Потому что они завидовали ему. Weil sie ihm sie waren eifersüchtig oder neidisch auf ihn. И они пытались найти какую-то неправду в его жизни. Und sie haben versucht, irgendeinen Fehler in seinem Leben zu finden. Они даже собирались вместе и спрашивали друг у друга, кто знает какую-то ошибку в этом человеке. Sie haben sogar sich versammelt und untereinander gefragt, ob irgendjemand einen Fehler bei Daniel kennt. И они сказали, мы ничего не можем найти, кроме одного, что он молится своему Богу каждый день. Und die Menschen haben gesagt, wir finden keinen Fehler bei Daniel, wir finden nur eine Sache, dass er jeden Tag seinen Gott anbetet. И они подумали, как же причинить вред этому человеку Божьему. Und sie haben sich überlegt, wie sie ihm eine Falle stellen können. И они пришли к царю. Und sie sind zum König gekommen. И говорили ему льстивые слова. Царь, ты такой хороший. Und haben ihm lügende Worte gesagt. König, du bist so ein guter Mensch. И мы хотим, чтобы ты еще больше был в славе своей. Und wir wollen, dass du noch mehr in deiner Pracht scheinst. Пусть вот будет такой указ в стране, чтобы поклонялись, молились в течение 30 дней только тебе, никакому Богу. Es soll ein Gesetz geben, das sagt, dass in 30 Tagen nur du angebetet werden sollst und sonst kein anderer Gott. Интересно. Interessant. Даниил, услышав об этом указе, Daniel hat dieses Gesetz gehört oder von diesem Gesetz gehört. Он не впал в панику. Er ist nicht in irgendeine Panik geraten. Он не забился где-то в угол и думает, что же мне теперь делать? Hat sich nicht versteckt und hat sich gedacht, was soll ich jetzt machen? Знаете, написано, когда Даниил узнал, что этот указ подписан. Wisst ihr, steht geschrieben, als Daniel mitbekommen hat, dass dieses Gesetz geschrieben wurde. Он пошел в свой дом. Ist er in sein Haus gegangen? В комнату, у которой окна были открыты. Und ist in das Zimmer gegangen, wo die Fenster offen waren. И он три раза в день преклонял свои колени и молился Богу. Und hat dreimal am Tage seine Knie gebeugt und hat seinen Gott angebetet. Точно так, как он делал это и раньше. Genauso wie er es damals getan hatte. Интересная история. Прочитайте ее, пожалуйста, для себя. Das ist eine interessante Geschichte. Liest es für euch selbst. Бог защитил Даниила и избавил его от вероятной смерти. Gott hat Daniel beschützt und hat ihn selbst vor einem Tod oder vor seinem Tod bewahrt. Amen. Amen. Слава Богу. Preis dem Herrn. В этот раз, читая Даниила или перечитывая эту книгу, я в первой главе, во втором стихе сразу получил что-то новое для себя. Als ich heute Daniel gelesen hatte, habe ich direkt im ersten Kapitel am Anfang etwas für mich mitgenommen. Там написано, что предал Господь в руку его, то есть Навуходоносора, Иоакима, царя иудейского.
Da steht geschrieben, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, also in die Hände Nebukadnezars. И часть сосудов дома Божия, и он отправил их в свою землю. Und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie ins Land Shinar. Обратите внимание, друзья мои. Achtet mal eure Aufmerksamkeit darauf. Oder achtet mal darauf. Не Навуходоносор такой сильный пришел и смог взять Иоакима царя иудейского. Nicht Nebukadnezar war selbst so stark und konnte den König Joachim in seine Hand nehmen. Но он смог его взять только потому, что Господь отдал его в его руки. Sondern das hat bei Nebukadnezar nur funktioniert, weil Gott den Joachim in seine Hand gelegt hatte. Но на что я еще особенно обратил внимание? Aber worauf ich noch sehr geachtet habe, что Бог отдал часть сосудов дома Божьего. Dass er auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes abgegeben hat. Я думаю, что царь Навуходоносор хотел все сосуды взять. Они же были из драгоценного металла. Ich denke, dass Nebukadnezar alle Teile mitnehmen wollte, weil das ja wertvolle Metalle waren. Но написано только часть сосудов отдал Господь. Aber steht geschrieben, nur einen Teil der Geräte oder der Sachen hat Gott abgegeben. И мне это стало так приятно. Und da wurde mir so angenehm, что Бог вникает в каждую деталь нашей жизни. Dass Gott in jedes Detail unseres Lebens eindringt oder mitwirkt. Особенно в каждую деталь верующих людей. Und besonders geht ins Detail von den gläubigen Menschen. Мы читаем в Псалмах 32-м Псалме с 13 стишка такие слова. Wir lesen in Psalm 33 ab Vers 13 solche Worte. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Веришь ли ты этому? Glaubst du daran? Может быть, ты говоришь, да, конечно, я верю, что Бог создал все человечество, vielleicht, даже меня. Vielleicht sagst du dir selbst, natürlich glaube ich daran, dass Gott alles erschaffen hat und selbst mich erschaffen hat. Бог знает наши сердца и мое тоже. Gott kennt unsere Herzen und auch mein Herz. Может быть, даже порой мне так не хотелось бы, чтобы Бог знал, что в моем сердце. Vielleicht will ich sogar manchmal, dass Gott mein Herz nicht kennt. Когда мы уклоняемся от Господа. Wenn wir uns von Gott trennen oder von ihm abweichen. Но чтобы во все наши дела вникал Бог. Aber dass Gott auch auf all unsere Werke achtet. Разве это возможно? Ведь людей так много. Ist das überhaupt möglich? Es gibt doch so viele Menschen. Или ты веришь тому, что говорят люди вокруг тебя? Oder glaubst du daran, was die Menschen um dich herum sagen? Как обстоит сегодня дело с твоей верой? Worauf baut dein Glaube? Во что веришь ты? Woran glaubst du? Чем ты наполняешь сегодня себя? Womit füllst du dich heute? Информацией, которая поступает со всех уголков экранов, которые мы включаем? Von den ganzen Informationen, die von überall hinströmen zu dir? Что наполняет твое сердце? Was füllt dein Herz? Будь, пожалуйста, внимателен к этому. Sei aufmerksam darüber. Потому что это очень важно. Weil es sehr wichtig ist. Потому что в Библии написано, что от избытка твоего сердца, то есть от того, чем ты будешь наполнен, твои уста будут потом говорить. Weil das Wort Gottes sagt, von der Tiefe deines Herzens, das heißt, womit dein Herz gefüllt wird, das spricht dein Mund aus. Если ты слушаешь и веришь всем этим страхам, которые вокруг сегодня очень много возвещаются, wenn du diese ganzen Ängste hörst, die jetzt ausgesprochen werden, und du glaubst diesen Ängsten, то ты будешь иметь страх в твоей жизни. Dann wirst du in deinem Leben Angst haben. Обстоятельства вдруг ничего не будут показывать хорошего. Die Umstände um dich herum werden nichts mehr Gutes zeigen. Важно, друзья, в это время верить в Бога, который живой и который стоит выше обстоятельств. Es ist wichtig, genau in so einer Zeit
Gott zu glauben und daran zu glauben, dass er höher als diese Umstände ist. Знаете, кто-то сказал, вера не исключает существование проблемы. Der Glaube schließt nicht aus, dass es keine Probleme gibt. Но вера лишает этой проблемы влиять на твою жизнь. Aber der Glaube lässt es zu, dass du auf diese Probleme einwirkst oder sie beeinflussen kannst. Да, Даниэль по-другому немножко перевел. Но вера не позволяет влиять на тебя этими проблемами. Der Glaube lässt es zu oder lässt nicht zu, dass die Probleme auf dein Leben einwirken. Аминь, аминь. Очень интересное высказывание, сложное немножко, но это так. So ist es. Das war ein bisschen schwer zu formulieren, aber so ist es. Евреям 11 глава. Hebräer 11. Первый стих. Der erste Vers. Написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Вера – это осуществление ожидаемого. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft oder erwartet. Ты идешь в том направлении, ты осуществляешь то, во что ты веришь. Du gehst in diese Richtung und verwirklichst das, woran du glaubst. Как хорошо, что у нас есть вера в Бога. Wie gut ist es, dass wir den Glauben an unseren Gott haben. Вообще без веры угодить Богу невозможно. Ohne Glauben kann man dem Herrn gar nicht gefallen. Шестой стих в этой главе, 11 Евреям, написано: «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Бог воздает». Im selben Kapitel, Vers 6, steht geschrieben: «Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird». И мы читаем в этой 11 главе о мужах, которые верили Богу. Und in diesem Kapitel lesen wir Beispiele von Männern, die Gott geglaubt haben. О тех, которые оставались ему верными, именно потому что верили даже до смерти. Von denjenigen, die Gott treu geblieben sind, gerade weil sie gläubig waren, selbst bis zum Tode hin. И знаете, что интересно? Если вы читаете всю эту главу, und was interessant ist, wenn ihr diesen ganzen Kapitel liest, то с 32 стишка написано так. Dann steht ab dem 32. Vers so. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и других пророках. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde nur fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeiten wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften. Угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Это все через веру. Und das geschah alles durch den Glauben. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, и не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Друзья дорогие, сегодня многие люди заняты только собой. Heutzutage sind sehr viele Menschen nur mit sich selbst beschäftigt. Мне так хочется, чтобы мы с вами сегодня вспомнили тех, кто находится не просто
в стесненных обстоятельствах из-за этого вируса или из-за этой пандемии. Ich will, dass wir uns gemeinsam an diejenigen erinnern, die nicht nur in diesen Eingrenzungen jetzt leben. Но давайте вспомним наших братьев и сестер, которые сегодня находятся в гонениях. Sondern lasst uns auch an unsere Geschwister erinnern, die sich heute in einer Verfolgung befinden. Которым намного тяжелее, чем нам с вами. Denen es heute viel schwerer geht als uns. Которые сегодня, возможно, даже кушать не имеют. Die heute vielleicht sogar kein Essen haben. Мы сегодня имеем все. Wir haben heute alles. Мы просто ограничены в каком-то общении. Wir sind einfach in einer in unserer Gemeinschaft beschränkt oder eingegrenzt worden. Но эти люди, они ограничены во много раз большими трудностями. Aber diese Menschen sind in viel mehr Problemen eingegrenzt oder beschränkt worden. И тем не менее они верят Господу. Aber trotzdem glauben sie Gott. И моя просьба сегодня. Und meine Frage ist heute, чтобы мы oder meine Bitte в наших молитвах не забывали о наших братьях и сестрах, которые находятся в гонении. Dass wir in unseren Gebeten nicht unsere Geschwister vergessen, die heute in der Verfolgung leben. Я не знаю, дорогие мои друзья, с чем боретесь вы сегодня. Ich weiß nicht, was, womit ihr heute kämpft. Может быть, ты сегодня смотришь и думаешь, да у меня у самого нет надежды. Vielleicht schaust du das heute an und denkst dir, ich habe heute keine Hoffnung. Я хочу пригласить тебя тогда. Приди к Иисусу Христу прямо сейчас. Dann möchte ich dich einladen, dass du genau jetzt zu Jesus Christus kommst. Покайся перед ним. Tu Buße. Попроси у него прощения. Bitte um Vergebung bei ihm. Понуждайся, чтобы он вошел в твою жизнь. Bitte, dass er in dein Leben kommt. Я верю, что Господь хочет исцелить и освободить каждого человека. Ich glaube daran, dass der Herr die Menschen befreien und heilen will. Я верю, что Господь хочет освободить сегодня людей от духа страха. Ich glaube daran, dass der Herr heute die Menschen von dem Geiste der Angst befreien möchte. И вместо этого дать вам свободу и радость. Und euch anstatt diesem Geist den Geist der Freude geben will. Чтобы ваше сердце было наполнено миром. Damit euer Herz mit Friede gefüllt ist. Божьим миром. Mit dem Friede Gottes. Это такой мир, который дает нам радоваться, даже когда вокруг нас трудности. Das ist so ein Friede, das uns so eine Freude schenkt, selbst wenn wir Probleme um uns herum haben. Вы можете встать на колени. Ihr könnt auf die Knie gehen. Но только того, чтобы встать на колени, недостаточно. Aber es reicht nicht nur aus, dass ihr auf die Knie geht. Ищите Господа всем сердцем своим. Sondern sucht vom ganzen Herzen Gott. Нам нужно идти к Его Слову. Wir müssen zu seinem Wort kommen. Нам нужно читать Библию. Wir müssen die Bibel lesen. Я знаю, что враг сегодня хочет сделать все для того, чтобы мы с вами не читали Его Слово. Ich weiß, dass der Teufel oder der Feind alles daran versucht, dass wir das Wort Gottes nicht lesen. Потому что он знает. Weil er weiß, если ты будешь читать Слово Божье, dass wenn du das Wort Gottes lesen если wirst, ты будешь наполнен живым Словом Божьим, wenn du gefüllt bist mit dem lebendigen Worte Gottes, то никакие трудности, которые в твою жизнь придут, они не собьют тебя. Dann werden, dann wird keine, oder werden keine Probleme, die in dein Leben kommen, dich vom Wege abhalten. Lenken. Потому что в этой книге записаны слова живого Бога. Weil in diesem Buch die lebendigen Worte Gottes stehen. И читая Библию, Слово Божье. Und wenn man die Bibel liest, das Wort Gottes liest, мы получаем веру. Dann bekommen wir Glauben. Вера от слышания Слова Божьего. Der Glaube durch das Hören des Wort Gottes. Библия это не просто книга. Die Bibel, das ist nicht einfach nur irgendein Buch, в ней ответы на все вопросы. Sondern es gibt, dort sind die Antworten auf alle Fragen. Мне часто приходилось даже на этой прошлой неделе говорить с людьми. Letzte Woche musste ich mit vielen Menschen sprechen. И я часто говорил. Und ich musste sehr oft sagen, читайте Библию. Liest die Bibel. В ней ответ на ваши вопросы.
In dieser Bibel gibt es die Antwort auf eure Frage. Друзья дорогие, meine lieben Freunde, Бог силен Gott, изменить и обстоятельства. Gott ist stark genug, selbst die Umstände zu verändern. Но самое главное, что хочет Бог. Aber das Wichtigste, was Gott möchte, изменить нас. Ist es, uns zu verändern. Чтобы мы жили в Его мире. Damit wir für ihn leben oder in seinem Frieden leben. Давайте помолимся Богу. Lasst uns zu unserem Gott beten. Отец Небесный, unser himmlischer Vater, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Im Namen Jesu Christi kommen wir zu dir. И мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое оставлено нам. Und wir danken dir für dein Wort, das du für uns dagelassen hast. Мы благодарим Тебя, что даже сегодня, когда мы читаем Его, und wir sind dir selbst dankbar, dass wenn wir heute das Wort Gottes lesen, Ты Духом Святым оживляешь написанные слова. Dann machst du die geschriebenen Wörter lebendig. И они изменяют нашу жизнь. Und sie verändern unser Leben. Слово Твое, dein Wort, поистине источник счастья, ist wirklich die Quelle der Freude. Слово Твое, dein Wort, это светильник ноге моей. Das ist der Leuchter vor meinem Weg. И каким бы темным не был путь, который перед нами. Und egal wie dunkel der Weg vor uns ist, если Слово Твое наполняет нас, wenn dein Wort uns füllt, оно освещает нам его, dann erleuchtet er unseren Weg. Мы воздаем Тебе славу, wir geben dir die Ehre, за то, что Ты дал нам это Слово Твое, für das, dass du uns dein Wort gegeben hast, в котором написано, как Ты возлюбил нас. In dem geschrieben steht, wie sehr du uns geliebt hast. Господи, Ты знаешь ситуацию каждого человека. Du kennst die Situation von jedem Menschen. И я просто прошу Тебя сейчас, чтобы Ты прикоснулся каждого сердца. Und ich bitte dich einfach, dass du jedes Herz berührst. Чтобы Ты наполнил Твоим миром небесным. Dass du mit deinem himmlischen Frieden erfüllst. Чтобы Ты помог тому, кому трудно. Damit du denen hilfst, denen es sehr schwer geht. Чтобы Ты оттер слезы тем, кто плачет. Dass du die Tränen wegwischst bei denen, die weinen. Чтобы Ты исцелил тех, кто болен. Damit du diejenigen heilst, die krank sind. Мы верим, что Ты вникаешь во всякую мелочь в нашей жизни. Wir glauben daran, dass du in jedes Detail oder auf alle unsere Werke achtest bis ins Detail. Мы прочитали сегодня, что Ты вникаешь во все поступки и дела наши. Wir haben gelesen, dass du auf all unsere Werke achtest. Спасибо Тебе, Господь. Danke dir, Herr. Мы молимся Тебе также в этой молитве за наших братьев и сестер, которые находятся в гонениях. Wir beten auch in diesem Gebet für unsere Geschwister, die sich heute in der Verfolgung befinden. Только за то, что они исповедуют Иисуса Христа своим Господом. Nur deswegen, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn bekennen. Их изгоняют из домов. Werden sie von ihren Häusern verjagt. Их изгоняют из тех мест, сел, в которых они живут. Sie werden von ihrer Heimat verjagt, wo sie gelebt haben. Потому что, если они останутся, их могут даже убить. Weil wenn sie in ihrem Zuhause bleiben würden, könnte es sein, dass sie umgebracht werden. Защити их, Господи. Bewahre sie, Herr. Подкрепи их, чтобы в это время они остались Тебе верными. Unterstütze sie und hilf ihnen, dass sie in dieser Zeit dir weiterhin treu bleiben. Господи, мы молимся Тебе и за тех, кто гонит верующих в Тебя. Wir beten auch für diejenigen, die Christen heute verfolgen. Чтобы Ты открылся им. Dass du dich ihnen öffnest. Как Ты однажды открылся Савлу, который гнал Твою церковь. So wie du einmal Saulus gezeigt hast, als er seine Gemeinde verfolgt hat. И он стал Твоим верным служителем. Und er wurde dein treuer Diener. Господь, благослови. Gott segne du. Мы доверяемся Тебе. Wir danken dir. Мы воздаем Тебе славу. Wir geben dir die Ehre. И мы поклоняемся Тебе. Und wir beten dich an. Нашему великому Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Unseren großen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дорогие друзья, meine lieben Freunde, мы на этом заканчиваем сегодня наше общение.
Hiermit beenden wir unsere heutige Gemeinschaft. Мы надеемся, что скоро мы сможем собираться уже в нашем здании. Wir hoffen, dass wir uns bald in unserem Gebäude wieder versammeln können. Возможно, и с какими-то ограничениями, которые еще будут сказаны, и тогда мы сообщим вам об этом. Es kann sein, dass da noch irgendwelche gewisse Einschränkungen sein werden, aber wenn das alles rauskommt, werden wir euch das mitteilen. Но я уже сегодня радуюсь видеть всех вас. Aber ich bin heute schon froh darüber, euch alle wieder zu sehen. Крепко обнимаю вас, люблю вас, да благословит вас Господь. Ich umarme euch stark, ich liebe euch und Gott segne euch. Так обниматься можно. So kann man sich umarmen. Да благословит вас Бог. Gott segne euch.